So, hallo, willkommen zu einem Video. Und zwar geht es hier um den John Gogol, weil einige behaupten ja, er sei ein Scammer. Ist er aber nicht, weil ja, ich habe nämlich mit ihm Pokémon-Karten getauscht und wir wohnen ja in ganz verschiedenen Orten. Und die waren halt im Briefkasten. Das waren die, die ich wollte. Und ja, also wenn er sagt, er hat die nicht oder die sind bei ihm nicht angekommen, dann sind die auch bei ihm nicht angekommen. Weil, warum sollte das bei euch klappen? Nee, andersrum, warum sollte das bei mir klappen und bei euch nicht? Das würde auch gar keinen Sinn machen. Also, wenn er sagt, er hat die nicht, dann könnt ihr ihm da auch ruhig glauben. Ja? Okay, also das war's jetzt erstmal nur. Also, John ist kein Scammer oder so, weil das sind halt die Karten, die ich wollte. Und da müsst ihr ihn nicht dumm machen oder so, deswegen. Also, ciao.